Hallo und herzlich willkommen zur BAU. Ich darf heute ganz herzlich bei uns am Stand Lisa und Valerian begrüßen, die beide bei Schmidt & Sohn Aufzüge ihre Ausbildung machen. Lisa macht ihre Ausbildung zur Industriekauffrau in unserer Niederlassung in Würzburg und Valerian zum Industriekaufmann in unserer Niederlassung in Köln. Und beide sind im zweiten Lehrjahr. Wie kam es denn dazu, dass Sie unser Messeteam hier auf der BAU unterstützen und was sind dabei Ihre konkreten Aufgaben? Also Schmidt & Sohn bietet jedes Mal den Auszubildenden die Möglichkeit, an der Messe teilzunehmen. Und ich wollte daran teilnehmen, um neue Erfahrungen zu sammeln und mich weiterzuentwickeln. Genau. Und unsere Aufgaben sind halt, dass wir die Vertriebsleiter bei den Kundengesprächen unterstützen, dass wir so viel Erfahrung wie möglich mitnehmen und natürlich bei den Produkten, dass wir den Kunden halt vorstellen können. Und haben Sie sich für den Einsatz auf der BAU speziell vorbereitet? Ja, wir hatten vorher mit allen Azubis ein Messebriefing, wo uns alle Informationen halt mitgeteilt wurden, worauf wir achten sollen und natürlich die Produktinformationen, dass wir nicht so ins kalte Wasser geschmissen werden. Lisa, können Sie uns verraten, wie so ein klassischer Messealltag für Sie aussieht? Also, wann stehen Sie ungefähr auf, wann fahren Sie zur Messe und wann ist der Feierabend? Und unternehmen Sie danach noch etwas gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen oder fahren Sie danach einfach todmüde ins Bett? Also wir gehen meistens so um 7 Uhr zusammen frühstücken und fahren dann gemeinsam zur Messe. Dort bleiben wir dann circa bis 18 Uhr und gehen dann nochmal gemeinsam zum Abendessen. Und je nachdem, wie fit man dann noch ist, unternimmt man dann auch etwas. Ja. Und können Sie uns auch sagen, welche Learnings Sie für sich persönlich aus der Messeerfahrung mitgenommen haben? Na klar, also hier sind natürlich viele internationale Kunden und so konnten wir natürlich auch unser Englisch ein bisschen aufbessern. Also ich finde, dass man dadurch viel selbstbewusster wirkt und dann auch nicht mehr so Angst hat, auf Leute zuzugehen und sie anzusprechen. Ja. Toll. Schön, dass Sie bei uns sind. Liebe Lisa und lieber Valerian, vielen Dank für das Gespräch und wir sehen uns spätestens heute Abend beim Abendessen. Vielen Dank.